Mach mal so eine Aktion hier mit diesen Limbeck-Büchern. Wir haben noch die beiden. Und irgendwie so ein Gewinnspiel haben wir jetzt ja auch mit der Jotta-Bibel gemacht. Ne? Und das finde ich ja ganz gut. Generell, ich bin immer wieder so erstaunt, was du durch Bücher bekommst. Ne? Das ist der Wahnsinn. Da musst du dir mal vorstellen, da gibt es Leute, ob das jetzt, was weiß ich hier, so ein Jack Welch ist oder ob das ein Hermann Scherer ist oder ob das hier der, was weiß ich, was ist das? Der Chef von Microsoft ist, die einfach mal eben so ihre ganzen Betriebsgeheimnisse oder Erfolgsgeheimnisse rauslassen. In so einem Buch für, was kostet ein Buch? 15 Euro, 20 Euro, ne? Das ist so erstaunlich. Gerade im Hinblick darauf, wie Leute trotzdem jeden Tag dieselben Fragen stellen. Ich meine, wir merken das ja nun auch in den sozialen Medien, oder? Jeden Tag stellen die Leute die gleichen Fragen: Wie wird man erfolgreich? Was macht man, wenn einem besondere Hürden begegnen, wenn ein Geschäftspartner abspringt, wenn dein bester Mitarbeiter abspringt? Was mache ich, wenn ich einfach meine Leidenschaft nicht finde? Ist das euer Ernst, denke ich dann immer so? Diese ganz, das wurde alles geschrieben. Das kannst du dir für 9,90 € kannst du ja ein Taschenbuch holen, muss ja kein Hardcover kaufen. Hol dir für ein Taschenbuch für 9,90 € oder kauf es als Gebrauchtbuch bei Amazon für 2 oder 3 Euro. Kriegst du mal eben das komplette Wissen eines mega Erfolgreichen. Das haben die alles da freiwillig reingeschrieben. Und du stellst die dämlichen, blöden Fragen jeden Tag. Das begreife ich wirklich nicht. Oder das mit den ganzen Coachings. Also ich habe nichts gegen Coachings, ist ja in Ordnung. So. Aber ich habe was dagegen, wenn jemand ein Coaching besucht, weil er nicht weiß, keine Ahnung, wie man erfolgreich werden soll. Das ist ja nun wirklicher Quatsch, oder? Das steht da überall drin. Und da musst du natürlich dir den Arsch aufreißen und mal ein paar hundert Bücher lesen. Das ist so. Ich bin da wirklich immer völlig, also ich bin auf der einen Seite begeistert über das Thema Bücher. Und auf der anderen Seite erschrocken, wie wenig das nutzen. Wie wenig Leute einfach begreifen, dass es nur über diesen Weg. Die ganzen Leute, die du da fragst, die ganzen Coaches, die ganzen Experten, die Leute, die auf der Bühne stehen, die Leute, die große Unternehmen aufgebaut haben, bei denen du dann sozusagen anklopfst und sagst, kannst du mir zeigen, wie das geht? Der hat das doch auch alles nur gelernt. Ich meine, der ist auch nicht intellektuell auf die Welt gekommen. Der hat sich das angeeignet und du bist zu faul, um das alles dir anzueignen. Kapiere ich nicht. Kapiere ich wirklich nicht.